Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwerge und Zwergenfreunde, zu A Game of Dwarves. Ja, wir starten wieder in den Tunnel. Machen gerade da weiter, wo wir das letzte Mal weitergemacht haben. Und gucken mal, was so passiert. Also. So, ich hoffe mal, wir sind schon da. Das erste, was ich machen werde, ist ein paar hübsche Sachen aufstellen. Dekorationsmäßig. Zum Beispiel eine Badewanne. Und da dekoriere ich mal ein bisschen den Boden. Hier unter dem Thronsaal. So. Ist irgendwie ein bisschen laut. Muss ich mal kurz in den Sound gehen und die Effekte etwas runterstellen. So. Und ja, wir haben wieder Minus-Tendenz. Das ist nicht so schön. Wir können mal schon die Bergarbeiter noch ein Stück in die Richtung graben lassen. In eine andere Richtung können wir ja nicht graben. So, und mit dem Holz tun wir schon mal Laubboden, nein, Boden aus Gras. Hier ein bisschen verzieren. So. Und ja, eigentlich könnten wir unter... Ne, wir setzen hier Marmor um den Eingang herum. Wenn wir schon ein bisschen Marmor haben, dann können wir das auch nutzen. So, und das war unser Marmor. Und mit dem Eisen können wir mal einen legendären Bierhumpen bauen. Und mit dem Holz. Oh, hier ist Gold hinter. Na gut, in das Gold graben wir mal nicht rein. Wir versuchen jetzt erst einmal unsere Zufriedenheit wieder ins Plus zu kriegen, bevor wir irgendwas anderes machen, weil sonst ist unsere Effektivität nicht gut genug. Darauf sollte ich in Zukunft öfter besser achten, dass ich gleich zu Beginn anfange, Bodenfliesen und so zu bauen, bevor ich die neuen Zwerge rufe, weil das Minus kriegen wir halt durch die neuen Zwerge und die größere Unterkunft hier. So. Truhenmäßig könnte ich eine Holztruhe bauen. Das gibt uns schon mal mehr Lagerkapazität. Und ich könnte wenigstens einen kleinen Steinschrank bauen. Hierhin. So. Dann können meine Bergarbeiter-Zwerge nämlich hier noch ein bisschen ausbuddeln. Ah, das Minus ist schon mal weg. Das ist nicht schlecht. Ich habe einen Forschungspunkt. Den sollte ich auch gleich mal in Stoffrüstung geben, dass meine Zwerge mehr Lebenspunkte kriegen. So, wir haben wieder ein Minuszeichen da aufgeploppt gekriegt. Oh, hier wäre nochmal Marmor. Marmor können wir gleich ausbuddeln. So, bei ihm warten wir noch.
bis das nächste Level erreicht hat. Und wir setzen mal weitere Steinböden. Hier in dem Bereich. Und wir haben keinen Stein mehr. Auch gut. Das heißt, wir können mal mit Marm... Was habe ich jetzt gerade gesetzt? Oh. Das wollte ich nicht. Habe ich aus Versehen hier unten was gesetzt? Oh ja, ich habe hier unten Marmormauern gesetzt, die ich da gar nicht setzen wollte. So, sondern ich wollte hier eine setzen. Oh, und hier könnten wir uns theoretisch dann noch weiter runtergraben. Hm. Na, ich gucke erstmal oben rum weiter. Und lass meine Bergarbeiterzwerge auch das hier noch ausgraben. Wir haben ja jetzt 1000 Goldlimit. Während ich auf mehr Holz warte für weitere Verschönerungen. Wir könnten auch mal irgendwelche Pflanzen aufhängen, aber ja, Wandgemälde hatten wir noch gar keine. Wobei eigentlich bessere Betten angesagt wären, aber die kosten halt Holz. Also müssen wir warten, dass meine beiden Arbeiter Holz heranschaffen. Und okay, wir erreichen, glaube ich, langsam die ersten Höhlen. Da sollten wir jetzt etwas aufpassen. Ja, tatsächlich, hier könnten wir theoretisch runtergraben. Will ich aber noch nicht. Ich grabe hier an der Stelle dann langsam runter. Also ja, ich gebe hier noch einmal einen Auftrag. Schnapp mir meine beiden Zwerge und lass die dann da weiter buddeln, noch ein bisschen in die Richtung. Und kaufen wir mal für 200 Gold, 100 Stein, dass wir hier wenigstens den Raum fertig kriegen. So. Wände. Meisterhafte Steinmauern. Und gut. Ich weiß zum Beispiel noch gar nicht, wo ich nachher mein Labor hinpacken soll. Weil hier oben unsere Ausgangsbasis ist schon ein bisschen klein. Oh, Turmalin. So. Zufriedenheit ist immer noch recht niedrig. Genau, sammelt das Holz. Ich brauche nämlich 150 Holz, dass ich endlich das gute Bett bauen kann, das erste. Und nein, ich werde nicht, also ich werde kein Holz kaufen. Das wäre definitiv Goldverschwendung. Jawohl. Bett. Handwerker futtert. Jetzt geht Handwerker an die Arbeit. Und hey, noch mehr schönes Zeug. Hier bauen wir dann wieder Brücken rein. Ich hätte das Holz nicht für den Block ausgeben sollen, sondern für Betten. Aber gut zu wissen, dass hier genug Ressourcen noch auf uns warten. So. Das letzte Mal, dass ich auf der Ebene buddeln kann. Weil ich glaube, wenn wir hier eins tiefer buddeln, sind wir, glaube ich, fast schon... Jo. So, dich nach da verschieben.
Und wir haben auch immer nicht genug. Oh, Eisen. So, ja, wir sind hoch genug. Ich... Ich meine, wenn man sich so ansieht, sind wir nicht direkt unter dem Raum, sondern noch eins weiter. Und da ist noch mehr Eisen dahinter. Okay, ich glaube, ich benutze mal das Eisen, was ich gerade habe. Da ich eh noch nicht so weit bin. Hier sind die Verzierungen. Um, ja, so einen hier aufzustellen. Und forschungsmäßig forsche ich jetzt in die Militärspezialisierung. So, der baut mir das Ding auf. Gut. Hier wartet ihr mal mit dem Abbauen, bitte. Jetzt brauche ich hier Treppen. Am besten hübsche Steintreppen. So, weil das soll ein bisschen ja was hermachen. Ich möchte erstmal das Eisen ran. Und ja, ich bin wieder gierig, ich weiß. Während ich auf Holz für noch ein Bett warte. Oh, hier endet unser Tunnel. Also ab hier müssen wir runtergraben. Gut, zu wissen. So, wir warten immer noch darauf, dass er hier Stufe 5 erreicht hat, dass wir ihn upgraden können. Dann bauen wir mit dem Eisen, das wir haben, da wir jetzt die Militärspezialisierung freigeschalten haben, bauen wir zwei Expertenübungspuppen auf. Und ja, hier hätte ich gerne Holzbrücke fürs Erste. So. Später schaffen die beiden uns ja genug Holz ran, dass wir das durch Blöcke ersetzen können, alles. Und ja, ich werde wahrscheinlich keine große Wahl haben, als hier die Forschungsstation nachher hinzusetzen. Außer ich setze die Forscher wirklich irgendwo abseits hin. Naja, ich könnte die Forscher auch theoretisch hier hinsetzen. Hier an die zwei Stellen. Und hier noch ums Eck ein. Und den Tisch dann anders hindrehen und ihn vielleicht hier vorne hinsetzen. Da ist hier halt die Forscherecke. Das wäre eine gute Idee. So, grab den Block noch aus. Und dann könnt ihr hier weitermachen. Und ja, er muss einfach mittendrin einen Block ausgraben. Wenigstens scheint er so schlau zu sein und sich in Richtung Treppe zu graben. So, ah, du bist Stufe 5, also wirst du jetzt Militär. So. Und dann stellt mal bitte zwei von den Jungs auf, dass sie sich hochtrainieren können. So, raus kommen sie schon mal, das ist gut. Und ihr beide könnt jetzt hier schön trainieren. So. So, ich habe bald wieder genug Holz für noch ein gutes Bett. Das ist jetzt so mein Hauptziel, die Betten hier zu ersetzen. Und ja, unsere Zufriedenheit steigt. Gut.
gut. Nahrung kommt langsam. Und wir kriegen auch langsam wieder Gold rein. Ich habe wahrscheinlich jetzt wieder nicht genug Eisen für noch so eine Truhe. Nein, dafür bräuchte ich 50. Also wird wahrscheinlich eine Holztruhe, ein, zwei Holztruhen inhalten müssen. Und dich verschiebe ich schon mal. Hierhin. So. Da machst du dich gut.